Hallo und herzlich willkommen, wir sind jetzt zurück bei Let's Play Mass Effect. Und ja, wir müssen jetzt natürlich gucken, dass wir hier mal weiterkommen. Ich wollte früher auch mal Justikarin werden, vermutlich wie jede Asari. Ja, das haben wir schon gehört. Und jetzt wagen wir uns wieder ran an die Polizeiabsperrung. Inaya hat angeordnet, dass wir sie durchlassen sollen. Passen Sie auf, da hinten sind Söldner. Wir warten auf Verstärkung. Okay. Nachricht hochladen. Ja, mal sehen, ob wir Samara finden, so einfach. Und ob sie überhaupt mit uns gehen will. Was gibt's da? Ah, eine Bergungsgut. 3000 Credits. Gut. Oh. Morden, los, mach mal Kyrostrahl. Ha, perfekt. Wer schreit da eigentlich so? Bane, sag nicht, du schreist wie eine Frau. Ach ne, sie sticht da hinten, okay. Ach verdammt. Ah, das wird wohl nichts mehr. So viel die Söldner waren es jetzt auch nicht. Geld schon, packen wir locker. Was gibt's hier jetzt? Wow! Das waren meine besten Leute! Sagen Sie mir, was ich wissen will, und ich bin sofort weg. Wo haben Sie sie hingeschickt? Sie glauben, ich verrate Sie? Sie würde mir Schmerzen zufügen, die Sie sich nicht vorstellen können. Wie hieß das Schiff? Ihr Leben hängt von der Antwort ab, Lieutenant. Selbst wenn Sie mich töten, wird eine von uns Sie kriegen, Justikarin. Wie hieß das Schiff, mit dem sie geflohen ist? Oh, fahren Sie zum Teufel! Mögen Sie Frieden in den Armen der Göttin finden. Mein Name ist Samara und ich diene dem Justikar-Kodex. Meine Gegner sind die Eclipse-Schwestern. Aber jetzt stehen drei gut bewaffnete Kämpfer vor mir. Sind wir Freunde oder Feinde? Ich bin Commander Shepard und ich brauche Ihre Hilfe bei einer wichtigen Mission, Samara. Das ehrt mich, aber ich stecke mitten in einer Ermittlung. Die Chancen sind miserabel, fast schon selbstmörderisch. Und dafür brauche ich die Besten, also Sie. Ich fühle die Wahrheit in Ihren Worten. Und sie beschämen mich. Aber ich bin hinter einem unglaublich gefährlichen Flüchtling her. Ich hatte sie hier in die Enge getrieben, aber die Eclipse-Schwestern haben sie weggebracht. Ich brauche den Namen des Schiffes, auf dem sie war, bevor die Spur kalt wird. Ich wünschte, sie würden den Menschen begleiten, Justikarin. Ich habe Befehl, sie zu verhaften, wenn sie nicht gehen. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem sie ihre Befehle befolgen, Detective. Zum Glück muss ich mich nicht weigern. Mein Kodex verpflichtet mich dazu, einen Tag lang mit Ihnen zu kooperieren. Danach muss ich meine Ermittlungen fortsetzen. So schnell kann ich Sie nicht wieder freilassen. Sie werden mich nicht aufhalten können. Es muss doch eine Lösung geben, wie wir alle bekommen, was wir wollen. Ich weiß eine Lösung. Während ich in Verwahrung bin, finden Sie den Namen des Schiffes heraus. Wenn Sie das tun, schließe ich mich Ihnen an. Dann ist dem Kodex Genüge getan. Haben Sie irgendwelche Spuren? Der Volus-Händler Pitney 4 ist darin verwickelt. Eclipse-Söldner wollten ihn aus dem Weg räumen. Holen Sie die Wahrheit aus ihm raus. Er kennt vielleicht einen Weg in die Eclipse-Basis. Nun, ich muss zurück auf mein Revier und Sie muss ich wohl mitnehmen. Ich danke Ihnen, Shepard. Kein Problem. Ja, Pitney 4, oder wie er hieß. Mit dem haben wir ja schon mal gesprochen. Pitney 4, ja. Hallo Erdenclan. Haben Sie mit dem Detective gesprochen? Warum sind die Söldner hinter Ihnen her? Ich weiß nichts von irgendwelchen Söldnerinnen, Erdenclan.
Ich bin nur ein unschuldiger Kaufmann, der sich mehr schlecht als recht durchs Leben schlägt. Eclipse will ihr Blut und ich brauche ihre Hilfe, um in die Basis einzudringen. Sollten wir uns nicht zusammentun? Ja, Sie haben recht, Erdenclan. Ich bin verzweifelt. Wütende Söldnerinnen sind hinter mir her und jetzt auch noch diese Asari-Justikarin. Lassen Sie uns reden. Ich habe eine Chemikalie nach Ilium geschmuggelt, die im Kampf Biotikkräfte verstärkt. Und giftig ist sie außerdem. Ich habe möglicherweise vergessen, Letzteres gegenüber Eclipse zu erwähnen. Darum sind sie jetzt ungehalten und wollen mich umbringen. Es klingt, als wären sie ein Betrüger, dessen Praktiken sich jetzt endlich einmal gerecht haben. Völlig richtig. Aber ich hätte nicht so lange als Händler überlebt, ohne zu wissen, dass man bei guten Geschäften manchmal ein wenig großzügig mit der Wahrheit sein muss. Eclipse hat kürzlich jemanden von dieser Welt geschmuggelt. Ich brauche den Namen des Schiffes, das sie weggebracht hat. Ich weiß nichts darüber, dass sie Leute schmuggeln. Aber in ihrer Basis gibt es darüber bestimmt Unterlagen. Ich habe einen Passierschein, der ausgestellt wurde, damit ich meine Ware importieren konnte. Ich musste ihn zwar abgeben, habe aber zufällig noch eine Kopie davon. Nehmen Sie ihn. Aber Vorsicht! Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen, um sich ihre Uniform zu verdienen. Sie sind alle sehr gefährlich. Ach, das ist jetzt nicht das große Problem, aber naja. Wohin müssen wir jetzt genau? Ah. Es wird sogar wieder hier angezeigt, das gefällt mir. Ah, hier geht's jetzt lang wahrscheinlich. Doch nicht. Geht es tatsächlich da rein? Nee, doch. Okay, was jetzt? Ja, wahrscheinlich schon da rein. Darf ich raten, geht's wieder hoch? Nein, wir waren ja ganz oben. Deshalb geht's jetzt wieder ein bisschen runter. Wir wurden entdeckt. Ah, perfekt. Gyrostrahl? Nicht schlecht. Also Verbrennung und Gyrostrahl dürfte sicher. Wow. Das Ziel hat sich getan! Shepard, meine Scans bestätigen, dass die Chemikalie die Bionik verstärkt. Aber eine zu hohe Konzentration führt zu schweren Gewebeschäden. Ich schlage Ach, komm, eine geringe Dosierung vor. Los. Kein Problem. Wow. Ey. Triff weiß ich nicht. Ich hab sie nicht mehr auf dem Schirm. Giftwarnung. Ja, verdammt, was soll ich da tun? Okay. Toxinkonzentration nimmt ab. Was ist das für eine Wolke? Okay. Ist wahrscheinlich das Toxin, keine Ahnung. Ich schätze es mal. Ja. Ah, komm, ihr habt doch keine Chance. Wir sind schon viel zu gut geskillt für diese einfachen Söldner oder Krieger. Was gibt's hier noch? Ah, perfekt. Rotflinte. Der haben wir ja noch nicht so oft gekämpft. Vielleicht. Jetzt?
Halt! Ich habe kein einziges Mal abgefeuert. Ich habe zwar so getan, weil die anderen Eclipse-Schwestern zugesehen haben, aber ich habe nicht geschossen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin ein Neuling. Ich dachte, es wäre cool, Elnora die Söldnerin zu sein. Aber ich wusste ja nicht, was mich hier wirklich erwartet. Hauen Sie ab, Elnora. Und wenn Sie nur bei Rot über die Straße gehen, werde ich Sie finden. Ja, Sir. Okay, ich gehe. Danke sehr. Und bei Gelb? Auch. Das sieht interessant aus. Ah, biotischer Schaden. Credits. Oh, weil wir mit 100 Credits natürlich eigentlich nicht wirklich was anfangen können. Aber naja. Morden wollte ja eigentlich auch mit uns reden. Jetzt könnten wir eigentlich mit ihm reden, aber wir sind so beschäftigt da. Geht das natürlich auch wieder nicht. Kyro-Strahl! Eigentlich bringt es, glaube ich, bloß bei größeren Gegnern was. Stärkeren Gegner. Wow! Okay. Andere zahlen dafür viel Geld. Verdammt. Kam schon raus, und das jetzt? Jawohl. Danke, Thane. Denn das. Ja, das ist echt Toxin, dieses Teil. Niemand hat sich hier getarnt. Brennbar oder nicht brennbar? Das ist hier die Frage. Ist aber auch egal. Ach, und so guter Morden. Immer für einen Schatz gut. Brennbar und nicht brennbar. Ja, ja, herrlich. Hacken sind wir der Meister nicht. Aber. Trotzdem dürften wir da keine Probleme jetzt mal wieder haben. Und... Ach verdammt, ich wollte das, genau. 3000 Credits. Dann weiter geht's. Los. Bereit. Ich bin auch bereit. Wow, das war knapp. Oh, dieses scheiß Biotika. Alle mit ihren Toxinen. Verseuchter Medizin, will ich es jetzt mal nennen, obwohl es ja zur Verstärkung ihrer biotischen Kräfte dient. Ach komm. Ganz einfach an Max, wieso kommen die jetzt überhaupt noch? Die haben doch gar keine Chance. Ah, 6000 Credits, Credits ohne Ende. Diese Türen sind auch schon cool, müsst ihr schon zugeben. Natürlich haben sie uns gesehen. Wieso schreit die, wenn die mich angreift? Wem sagst du das, wenn die allein wissen, wer ist? Verdammt, komm schon! Puh. Eigentlich wollte ich jetzt zur Schrotflinte kurz wechseln, aber es hat nicht so gut geklappt. Ah nein! Nicht das schon wieder sehen. Jetzt brauche ich aber Panzer durchbrechende Munition. Ah ne, Quatsch, das war falsch. Das hier. Was ist da? Jetzt wieder die andere Muni, während die anderen noch da sind.
Es werden weitere Folgen. Hey, wie soll die mich da treffen? Hallo? Hallo, wieso trifft die mich da? Ach, komm jetzt nehm ich mal. Nein. Oha. Und wo ist jetzt das große Viech da? Oh. Ja, es folgt natürlich in der Entfernung nichts mehr. Ach man! Einer gefallen. Ach, die haben einfach keine Chance. Ach, perfekt. Komm schon! Puh. Hätte ich jetzt auch besser treffen können, aber naja. Warum war das große Viech? Das habe ich bestimmt was anderes angegriffen. Was ich gar nicht hätte machen müssen. Jetzt ist es offiziell. Die kleine Elnora ist endlich eine vollwertige Eclipse-Söldnerin. Ich habe mir meine Uniform letzte Nacht verdient, als ich diesen dämlichen Volus umgelegt habe. Aus nächster Nähe mit Explosivkugeln. Hab den Dreckskerl den Anzug ordentlich geöffnet. Ich kann's kaum erwarten, dass endlich Action ist. Meine Freundinnen werden beim nächsten Besuch zu Hause total neidisch sein. Bei mir ist hier volle Action. Detective Anaya würde das bestimmt gerne sehen. Ja, würdet ihr doch auch sagen, dass bei mir immer Action ist, oder? Naja, aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.